Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce! Mal allein mit der Skelett-Sniper und ihr könnt ja schon die Werte sehen. Die testen wir heute mal und da werde ich euch zeigen, ist die Waffe scheiße oder ist sie nicht scheiße. Wir werden sehen. Und da die meisten meiner Zuschauer ja wie schon ungefähr 50.000 Mal erwähnt in... Fuck! Fuck! Jetzt... Au! Ich komme einfach zu durcheinander, ey. Ja, klar, jetzt ist der Mongolei hier und Mongolei 2, ne? Ohne Spaß, so... Was will denn der hier? Ach ja, also ich muss mal mehrere Dinge gleich loswerden, ja? Also wie ihr wisst, jetzt ist ja hier wieder Hackerzeit angebrochen. Neuer Wallakai hackt draußen, einfach nur gottbehindert, ey. Ich habe den Hack inzwischen übrigens schon per Skype geschickt bekommen. Nochmal großes Danke an dich, du weißt, dass du gemeint bist, aber ich werde nicht usen. Ich weiß noch nicht, ob das Online-Hack ist oder Client-Hack, aber ist halt schade. Und ich möchte hier noch mal warnen, wer den Beitrag nicht gelesen hat. Ich kann es nur weiter sagen. Damals wurde einer meiner Freunde, die ich da hatte, der war ein ziemlich bekannter und böser Hacker, der hat einfach jeden Hack, den es gab. Und der wurde auf all seinen Accounts gebannt. Nicht nur auf diesem Zweit-Hacker-Account, sondern auch wirklich auf allen Accounts. Und der hatte ein richtig hohes Level. Damals, als ich mit dem befreundet war, hatte der sogar noch ein höheres als ich. Also merkt euch das, Leute, wenn ihr hackt, ihr werdet im Endeffekt nur selber gebannt. Komm! Quickie Scopy! Komm! Ja! Bester Leute. Och Mann, was ist denn das? Wieso hat's denn jetzt geleckt? Ey, so eine schwule Scheiße. Vergiss es, mein Lieber, hier kommst du nicht davon. Ja! Alles klar. Die Waffe ist so schlecht, ich komme mit der einfach nicht klar. Guck, ihr könnt es hier wieder sehen, hier ist der nächste Hacker. Der gerade hier rüber geflyhackt kommt. Boah! Alter! Mit Unlimited Life noch. Das meinte ich damit. So, und jetzt kommt das zweite Problem, was ich auch noch ansprechen möchte. Das hier. Ihr seht, der Hacker ist immer noch im Raum. Weil einfach zu wenig Leute zustimmen und einfach zu wenig Leute das mitkriegen. Hacker ruinieren die... Hör mal zu, Hurensohn. Aka Kraker. Was willst du eigentlich, du dumme Missgeburt, ja? Stirb doch einfach, Nates. Boah, sorry, ich bin gerade... ich bin gerade aggressiv von dem Hacker. So, das Zweite, was ich noch erwähnen möchte. Wir haben jetzt einen festen Upload-Plan. Der folgendes besagt, jeden Tag um 15.30 Uhr und 17 Uhr kommt ein neues Video. Das wird Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag Brickforce sein. Und an den anderen Tagen Assassin's Creed. An den anderen Tagen kommt jeweils abwechselnd Minecraft Season 2. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch mit Let's Playen werde, es wird heute aufgenommen mit dem fetten Max, ist Minecraft Adventure Map. Ich freue mich ehrlich gesagt schon ziemlich drauf. Bin auch ziemlich aufgeregt. Mich interessiert echt, wie das Projekt so wird. So, und ja, also wie gesagt, ich freue mich einfach drauf. Ich bin wirklich interessiert. Man darf einfach, man muss einfach mal wissen, was und so halt, ja? Und dann, hier, das Zweite, wenn ich im Zombie-Modus bin, ist noch Zeit, was ich ansprechen möchte. Wie die meisten wissen, es gibt einen Bug, wo man als Zombie schießen kann. Ich kann den Bug, ich habe ihn auch schon mehrmals verwendet, aber zwei Dinge. Erstens, man kann ungefähr, es gibt ungefähr 10 Personen im ganzen Game, die zu 100% wissen, wie dieser Bug funktioniert. Das heißt, ich könnte den jetzt locker mit Ori und seltener Tsunami Rama wegficken, einfach nur. Easy. Also ich habe mich da nämlich keinen Bock. Und das ist ja das Zweite, Brickforce hat so viele Bugs. Ich würde einfach mal gerne zwei Dinge wissen. Erstens, schreibt mal die Bugs, die ihr kennt, rein in die Kommis, wenn ihr das Video überhaupt bis hierhin seht. Und zweitens, seid ihr dafür, dass der Bug beibehalten wird, oder seid ihr dafür, dass der Bug gefixt wird? Weil ich bin ganz ehrlich, den Bug hier, den Zombie-Bug, den finde ich irgendwie wirklich ein bisschen geil. Muss ich einfach zugeben. So, und nein, ich mach den Bug jetzt nicht, nicht im Let's Play. Dann weiß ja ungefähr, da wissen ungefähr 100 Leute, wie es geht. So, ich hätte jetzt, wenn ich den Bug gemacht hätte, da nochmal kleine Info, mehr sage ich aber dazu nicht, man muss von Anfang an Zombie sein. Aber ich hätte den Bug jetzt machen können, hätte die weggefickt. Um es mal wirklich nett zu sagen. Die hätten keine Chance gehabt. Ich hätte die mit Tsunami Rama auf die Entfernung weggenudelt. Chancenlos wären die gewesen.
Weißt du? Das ist halt auch das Schlimme. Im Zombie-Modus campt jeder an den abgelegensten Ort. Man kommt nicht an sie ran. Und wenn man dann einmal einen Bug macht, um überhaupt sich irgendwie verteidigen zu können, wenigstens Brocken spielt fair, ja? Aber hier, der Typ da oben. Guck ihn dir an. Weißt du, bei solchen Typen kriege ich richtig Hass. Aus dem einfachen Grund, weil die campen und man kommt einfach nicht an sie ran. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da mache ich doch lieber so einen Zombie-Bug. Aber, ja, bin da halt dafür halt auch safe. Wenn ich jetzt nicht diese Kackwaffe hätte, würde ich ganz ehrlich jetzt auch eher unten stehen und hier spielen. Och Gott, jetzt geht das los. Okay. Also wie gesagt, ich kann die Waffe relativ empfehlen. Die hat viel Damage. Zieht auch relativ viel. Aber die Nachladezeit ist länger als bei der Saurus. Ich habe gestoppt übrigens, wen es interessiert. Die ist richtig behindert. Boah, jetzt geht er schon wieder in der Stand-MG, ey. Halleluja. So, das ist halt jetzt auch das zweite. Ich klitsch den jetzt nicht weg, weil mir das schon abgenommen wurde. Was will der eigentlich von mir, Brocken? Geh mal nicht auf meine fetten Kochonis. Meine Premium-Hoden, Junge. So, da hinten macht der Zombie gerade einen Abgang. Hälfte hat er. Jetzt rennt er nämlich gleich wieder hier hoch. Da ist er. Er will einfach auf der Stand-MG, habe ich so das Gefühl. Aber andere Chance bleibt dir nicht, wenn man nicht als... Das ist jetzt nicht wahr. Psst, ganz leise. Wir gehen jetzt mal ganz leise weg, damit er uns nicht mitkriegt. Psst. Ganz ruhig. Okay, da hinten ist er. Komm. Geht doch. Deswegen ist Sniper eigentlich ganz okay, aber anderes ist besser. Ich werde wahrscheinlich, ganz unwahrscheinlich, aber ich denke mal, ich werde das nächste Let's Play damit beginnen, wie ich als Zombie mit der Waffe rumstehe. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Ach ja, das ist das Zweite. Kann man für die Bugs, die ihr mir in die Kommentare schreibt, kann man dafür gebannt werden? Ja oder nein? Ich weiß halt nämlich zum Beispiel nicht, kann ich für die Nachladebug, wenn ich hier jetzt hier den... wenn ich jetzt den hier mache, kann ich dafür gebannt werden? Das würde mich echt mal interessieren. Ist der runtergefallen? Nein, Moment, nee, nicht Nachladebug im Let's Play, das darf ich nicht. Muss mal aufpassen, dass der hinten der Zombie nicht hochkommt. Nein, Muni alle! Ich lasse noch meinen Teamkameraden nicht sterben, das wäre ja voll Judas-mäßig, ey, das geht gar nicht. Vor allem, ich sag auch noch, Camper-Nubis sind die schlimmsten von allen. Jetzt mache ich es aber, wie gesagt, normalerweise... Ich habe mir das jetzt abgewöhnt. An dieser Stelle nochmal Gruß an dich, mein Lieber. Du weißt, dass du gemeint bist. Aber wegen dir mache ich das einfach nicht mehr, weil... Es gehört sie einfach nicht. Ich mache das jetzt nur wegen dieser Kack-Bongo-Sniper. Ansonsten Spider selten und dann geht's ab, Alter, unten. Boah, was will der Zombie eigentlich von mir jetzt, ey? Komm, einmal noch. Ha! Alter, da hat mir hier fehlt 222, ey. Echt mal meine Sackhaare gerettet, ey. Aber mal so überkrass, ey. Und ich habe inzwischen aufgehört, von nur 60 FPS auf chillige 120 FPS aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob da jemand dann den Unterschied auffällt. Aber ich hoffe schon. Weil ich nehme jetzt gerade nicht mit, ganz mit 120 FPS auf, sondern nur mit 100... Also ich meine Leiste schwankt gerade zwischen 100... 19 und 120. Wetten, jetzt bin ich Zombie. Ja. Am sexy, nein, oh, ey. Guck mal, das ist das Geile mit der Snake. Wenn du da einen Schuss verkackst, hast du keine Chance mehr. Dann bist du instant Zombie. So, würde mich jetzt noch interessieren. Ach, da ist der. Easy. Ach, X-Brave hat sich gerade eingeloggt. Gruß an dich, mein Lieber. Oh. So, übrigens, ja, Brave, von dir habe ich übrigens zwei... Übrigens, ich kann die neuen Jump-Bug, ja. Wie man zwei Felder hochspringen kann. Ich werde ihn jetzt mal gleich als Zombie wahrscheinlich zeigen. Leute, was war denn das jetzt? Mal gucken. Nein. Nein. Ich krieg's nicht hin. Moment. Ich weiß nicht, ob er dazu eine andere Waffe braucht. Fuck. Ich glaube, ich sollte aufhören, hier unten zu stehen. Lol, die laggen ja mal gar nicht. Einfach mal durch die Mitte. Merkt schon keiner. Psst, ganz leise, sonst wissen die, wo wir... Die wissen, wo wir sind. Zu seinem Krieg, meine lieben Freunde! Okay, das war's mit uns. Der Krieg hat uns geholt.
Na gut, Leute, das war's dann auch von mir. Das Spiel ist scheiße. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.